Moin zusammen, und weiter geht's mit V-Rising. So, wir holen uns jetzt Nachtmarschall-Sticks der Zerspalter und das Auge der Dämmerung habe ich auch schon gebaut. Hat er gekostet... Moment, wo waren das? Dominanz? Nein. Doch da. 4 Goldbarren, 4 Spektralstaub. Da kann man die aktuelle Position der Seelensplitter sehen. Gibt da nochmal besondere Gegner hier. Aber wir holen uns jetzt erstmal Sticks. Da ist er. Nachtmarschall Sticks der Zerspalter, ein legendärer Vampir aus der Zeit von Dracula. Er war einer von nur einer Handvoll Loyalisten, die mutig genug waren, weit über die feindlichen Linien hinauszugehen, als die Barriere der Dunkelheit über Verbahn errichtet wurde. Da er glaubt, von seinen Verbündeten den Mächten der Menschheit überlassen worden zu sein, hat er diesen Verrat seitdem nicht vergessen. Und mit denen erledigen, kriegen wir die Fledermaus vorn. Na komm. Ach, komm da nicht durch. So, ab zum Portal. Im verfluchten Wald. Über den Weg gelaufen war ich ihm schon mal. Quatsch, falsche Richtung. Hier müssen wir hoch. Dann so ein bisschen Richtung nach rechts. Geradezu oder war irgendwas? Ne, ist ein Berg. Da ist er. Sticks der Zerspalter. Da trinke ich mal den Bluttrank hier. 98% Barbar. Na, wo ist er hin? Da oben geht er. Stufe 76. Den sollten wir aber schaffen. Hoffe ich jedenfalls. Mann, ey, das ist echt gut klingt. So, Spinne ist weg. Der kann dir schon mal nicht mehr in den Rücken fallen. Welcher Vampir, okay? Oh, Sticks ist wieder da.
das war's. Neues V-Blatt. So, dann haben wir jetzt die Vampirkraft, uns in eine Fledermaus verwandeln zu können. Ist, glaube ich, ein bisschen besser als die Ratte. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier unten nochmal in das Dorf. Holen da nochmal Geißelstein und so ein Kram. So sieht das gute Ding dann aus. Am Tag natürlich nur ziemlich blöd, wenn man dann von der Sonne gegrillt wird. So, und ich Grabstaub. Sehr gut. Und da ist noch Vollrote Seen nehmen. Ich würde sagen, den können wir sonst auch noch mal kurz mitnehmen. Kurzer Auftakt. So, kurz vor Tagesaufgang, da würde ich jetzt eher nicht den
die Fledermausform nehmen. Ich würde sagen, einmal ins Portal, ab nach Hause. Warte mal. Zeitraube. Ein Leck geht langsam kaputt. Das ist richtig blöd. Viel zu teuer, das Teil. Drei Goldbarren. Achso, das war ein Pflanzenfaser. Drei Goldbarren und 54 mal Gemdust. Edelsteinstaub wurden nämlich umbenannt. Ich habe ein paar Updates, dabei wurden wohl wieder ja, deutsche Sprachdateien überschrieben, wie auch immer. So, wieder beim Portal, ab nach Hause. Und raus aus der Sonne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's Solar aus dem Unbefleckten an den Kragen. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.